Hey Leute, was geht ab? In diesem Video schauen wir mal ein wirklich hochwertiges Musikvideo, was unser Videospezialist Dennis Rumpel produziert hat, nachdem er zuvor in Ableton Live einen wirklich richtig gut klingenden Lo-Fi-Hip-Hop-Track abgeliefert hat. Und wie das Ganze aussieht, das zeige ich dir ja nach dem Intro. Viel Spaß! Hey Leute, Dennis hier, ich bin Tontechniker und Unternehmensberater, Fachbuchautor im Bereich Ableton Live und Herausgeber dieses Musiktheorie-Spickzettels, den du da im Hintergrund sehen kannst. Sehr praktisches Teil, kann ich dir sagen. Ja, und ich bin Gründer von musictutorials.com, wo wir dir super hochwertige Online-Gruppen-Coachings für Ableton Live anbieten. Und das Ganze wendet sich vor allen Dingen an Berufstätige und andere Schwerbeschäftigte. Wenn du also leider nicht jeden Tag 10 Stunden damit verbringen kannst, alles selber herauszufinden, weil du einen Job hast und vielleicht eine Familie. Und wenn du trotzdem aber die musikalische Leidenschaft aufblühen lassen willst in deinem Leben, ja, wenn du ihr den Raum geben willst, den sie völlig zu Recht verdient hat, dann kann es sein, dass Music Tutorials für dich genau die richtige Anlaufstelle ist. So war es jedenfalls auch bei Dennis Rumpel, der in unserer Masterclass unterwegs ist und im Rahmen seiner Masterclass-Teilnahme dieses Jahr auch an unserem brandneuen Chill-Out-Kurs für Ableton Live teilgenommen hat. Dennis ist Videograf und Videospezialist und das passt da eigentlich ganz gut, denn die Aufgabe, die unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer in dem Chill-Out-Kurs bekommen haben, war: produziere einen professionell klingenden Chill-Out-Track und dann produziere ein Musikvideo dazu. Da hat sich der Dennis natürlich nicht zweimal bitten lassen, sondern ist mit seiner 360-Grad-Kamera durch Berlin gegangen und hat exklusiv für dieses Musikvideo halt gedreht und das nachher liebevoll zusammengeschnitten. Ist ein richtig, richtig cooles Video geworden und ich zeig's dir jetzt. Wenn es dir gefällt, dann hinterlass einen Daumen hoch und abonniere diesen Kanal, damit du zukünftig keine nicen Videos mehr rund um Ableton Live verpasst. Also, wir starten jetzt. Daumen hoch! Thank you.
hey Dennis, wenn du das hier siehst, Gratulation zu diesem Video. Das ist natürlich mega cool, kann man einfach nur sagen. Das ist richtig, richtig cool und macht einfach nur Spaß anzuschauen. Und für alle, die jetzt gerade zuschauen, wenn du dir denkst, wow, ich will auch Ableton Live lernen, wow, ich will auch in einer Gemeinschaft unterwegs sein, die es mir erlaubt, mich kreativ zu entfalten, obwohl ich wenig Zeit habe, obwohl ich meine wertvolle Freizeit opfern muss für die Musik, um da vorwärts zu kommen. Wenn das ungefähr deine Situation ist, dann bist du hier goldrichtig. Klick mal auf den Link unterhalb des Videos im Beschreibungstext in der Infobox, denn da hast du die Möglichkeit, dich für ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir oder mit jemand aus meinem Team zu verabreden. Wir haben da ein paar Fragen vorbereitet, wir wollen dich kennenlernen, wir wollen mal herausfinden, wo stehst du denn heute eigentlich mit deinen Fähigkeiten, mit deinem Wissen, mit deiner musikalischen Ausrüstung, auch nicht zuletzt mit der Technik, und wo willst du dich denn eigentlich hinentwickeln, was ist dein Ziel bei dem Ganzen, und dann schauen wir mal auf die Art und Weise, ob wir dir dabei weiterhelfen können und dich ein Stück weit auf deiner musikalischen Reise begleiten können. Wenn dich das interessiert, unterhalb des Videos im Beschreibungstext, da findest du alle weiteren Infos, wie du auf uns zukommen kannst. Geh dahin, guck dich da um und vor allen Dingen mach dein Ding, denn wer will, der kann. Ableton richtig zu verstehen, zu durchdringen, ist Music Tutorials einfach genial, weil du hast nicht nur die aufgezeichneten Kurse, wo du immer an die Stellen zurückspringen kannst, wenn du was nicht verstanden hast oder es in dem Zeitpunkt angucken kannst, wenn du selber Zeit hast, sondern du, man hat ja donnerstags die Live-Calls, die sind unglaublich, also das ist ein enormer Mehrwert, weil man da eben auch danach Fragen stellen kann. Dann haben wir die Telegram-Gruppen. Du kannst also, wenn du nachts an einem Song produzierst, wo du nicht weiterkommst, du stellst die Frage und du hast eigentlich immer irgendjemand, der dir schnell antwortet. Und du kannst schnell weiterarbeiten. Ne? Also, geile Community. Herzlich, informativ, herrlich. Freiheit. Optimal. Also sehr intensiv. Gute Laune. Und Spaß. Gut organisiert. Und ganz viel Input. Für mich persönlich ein großer Mehrwert. Ganz liebe Menschen, Beziehung und sehr viel Spaß. Profis im Element. Bis zum nächsten Mal.